Hallo, dies ist der dritte Teil des LWJJL Tutorials und in diesem Teil möchte ich euch näher bringen, wie die Zeichenmethoden funktionieren, was man wie zeichnen kann, wie man es einfärben kann und ja, anfangen werde ich mit den Punkten und wie überhaupt OpenGL die Zeichenbefehle entgegennimmt. Das tut es mit dem Befehl GL Begin. Dieser Befehl ist eben der Befehl, um eine Zeichenaufforderung zu starten und man muss ihm als Parameter übergeben, was man zeichnen will. In dem Fall GL Unterstrich Points. Um nach der, also nach der Zeichenoperation benutzt man das Schlüsselwort GLEND mit doppelten Klammern. Wenn wir das jetzt haben, sieht man derweil noch gar nichts. Es liegt daran, dass man erst Punkte zeichnen muss. Diese Punkte sind Ortsangaben auf dem Bildschirm, an denen eine bestimmte Operation ausgeführt werden muss oder soll, und diese werden deklariert mit dem Schlüsselwort GL Vertex 2F und zwei Werten. GL steht wie immer für das OpenGL Framework. Vertex ist eben ein Punkt in einer zweidimensionalen oder dreidimensionalen Matrix. Und 2F steht für zwei Float-Werte, also Floating Point-Werte. Diese kann man hier bei dieser Methode auch in Integer angeben, weil es eigentlich keinen Unterschied macht. Und man kann eben bis zum Punkt 800 angeben. Und das ist jetzt der Punkt 100, 100. Und wenn wir das ausführen, sehen wir hier einen Punkt, einen kleinen weißen Punkt. Um mehrere zu zeichnen, müssen wir das Ganze kopieren und mehrmals einfügen. Ich mache das jetzt wieder in der Reihenfolge wie bei einem Quadrat, nämlich fängt man an in dieser Ecke links oben, geht nach rechts oben, links, rechts unten und links unten. In dieser Reihenfolge geht man die Punkte durch für ein Quadrat, um es mit den GL-Funktionen richtig zu zeichnen. Um jetzt, also wenn man das jetzt ausführt, sieht man diese vier Punkte in Form von einem Quadrat. Und wir wollen das jetzt als durchgehende Linie angezeigt haben. In OpenGL gibt es das Schlüsselwort GL underscore line. Aber was wir gleich sehen werden, wenn wir das benutzen, gar nichts. Warum? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also weil GL-Lines benutzen müssen. Wir sehen zwei vertikale Striche. Das liegt daran, dass die GL-Line immer zwei Punkte für eine Linie braucht. Sie zeichnet immer eine Linie mit zwei Punkten, hört dann zu zeichnen auf und zeichnet die li nächste Linie an den nächsten zwei Punkten. Das heißt, GLine hat jetzt angefangen mit dem Punkt 100, 100, hat es als Startpunkt genommen und 200, 100 hat diese Linie damit gezeichnet. Dann hat es 200, 200 als Startpunkt und 100, 200 als Endpunkt genommen und diese Linie gezeichnet. Wenn wir jetzt diese Linien untereinander verbinden wollen, benutzen wir das Schlüsselwort GL underscore Line Strip. Dann haben wir diese Form. Um jetzt eine durchgängige Linie zu erzeugen, also nicht nur einmal so und dann hier enden, sondern so eine richtige Box, wo keine Seite offen ist, benutzen wir das Schlüsselwort GL underscore Line Loop. Sieht dann so aus. Bei GL Line Loop sieht das Ganze so aus. Er geht vom ersten Punkt
zum zweiten Punkt, zum dritten Punkt, zum vierten Punkt und dann wieder zum ersten Punkt und zeichnet eine durchgehende Linie. Wenn wir jetzt den dritten Punkt weglassen würden, würde er ein Dreieck zeichnen. Und wenn wir den vierten weglassen würden, ebenfalls, aber hier so, erster, zweiter, dritter, erster. Um jetzt eine Fläche zu zeichnen, auf der man später auch Texturen anwenden kann oder eben nur eine Fläche mit Farbe, benutzt man das Schlüsselwort GL Quartz. Damit erzeugt man eine Fläche. Man kann sie auch mit dem Schlüsselwort GL Triangle Fan erzeugen. Das sieht genauso aus. Der Unterschied ist, dass es zwei Dreiecke sind, die über diese zwei, vier Punkte gezeichnet werden. Man kann es nur nicht sehen, weil es eben kein Wireframe ist, sondern die Fläche ausgefüllt wird mit Farbe. Und das sind eigentlich die grundlegenden Funktionen in OpenGL. Jetzt werde ich euch noch zeigen, wie man Farben anwendet in OpenGL. Das geht mit dem Schlüsselwort GL Color 3F. Das braucht jetzt aber wirklich drei Floats von 0.0f bis 1.0f. Wenn wir jetzt etwas rot haben wollen, dann benutzen wir die RGB-Schreibweise und schreiben 1.0f, 0.0f, 0.0f. Das heißt, das Rot ist voll, Grün ist leer und Blau ist auch leer. Damit wird es rot. Wenn wir jetzt Grün auch dazu machen, wird es gelb. Und wenn wir Blau dazu machen, wird es orange. Da kann man sich eben Farben zusammenmixen und Spaß haben. Das war's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.